Liebe Kinder, liebe Erwachsene, ich begrüße euch alle ganz herzlich zu diesem Weihnachtsmitmachgottesdienst. Und wie sonst bei den Mitmachgottesdiensten wollen wir auch heute am Anfang gemeinsam den Text sprechen und die Bewegungen dazu machen. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes, der uns das Leben geschenkt hat. Und im Namen von Jesus, der uns die Liebe Gottes gebracht hat. Und im Namen des Heiligen Geistes, der uns ermutigt und umgibt. Amen. Heute ist ein besonderer Tag, Heiligabend. Ein Tag, auf den ihr Kinder euch schon so lange gefreut habt. Heute ist aber auch ein besonderer Tag, weil etwas Besonderes geschehen ist. Jesus ist geboren. Und das wollen wir jetzt miteinander feiern. Wir wollen Gott loben und danken. Wir singen jetzt unser Begrüßungslied. Willkommen zum Weihnachtsgottesdienst. Gemeinsam wollen wir beten. Dazu falten wir die Hände. Mats spricht immer einen Teil vor und wir sprechen ihn gemeinsam nach. Lieber Gott, lieber Gott, wo ich gehe, wo ich stehe, wo ich gehe, wo ich stehe, bist du, lieber Gott, bei mir? Bist du, lieber Gott, bei mir? Wenn ich dich auch niemals sehe, Weiß ich dennoch, du bist hier. Wir feiern heute Weihnachten. Dazu hören und sehen wir die Weihnachtsgeschichte. Nun seid gespannt, was sich an Weihnachten zugetragen hat. Vor langer, langer Zeit lebte in Rom ein Kaiser. Er hieß Augustus und hatte ein riesengroßes Reich. Wo die Sonne aufging, gab es Felsengebirge und Wüsten. Wo die Sonne unterging, waren Schneeberge und grüne Täler. Dazwischen, von einem zum anderen Ende, lag das Meer. Es gab Städte und Dörfer. In diesem Reich mit Steinhäusern und Palästen.
Alles in diesem Reich musste seine Ordnung haben. Und deshalb wollte der Kaiser eines Tages genau wissen, wie viele Menschen in seinem Reich lebten. Alle Menschen in seinem Reich sollten gezählt werden und ihre Namen aufgeschrieben werden. Jeder musste in die Stadt gehen, wo ihr Vater gelebt hatte. Überall im Reich gingen die Türen auf. Und Männer und Frauen und Kinder machten sich auf den Weg. Viele liefen zu Fuß los. Manche machten sich mit ihrem Esel auf den Weg. So machten sich auch Josef und Maria auf den Weg. Josef war ein Zimmermann in Nazareth. Er musste sich mit Maria, seiner Frau, in Bethlehem zählen lassen. Das war ein weiter und beschwerlicher Weg. Besonders für Maria, denn sie erwartete ein Kind. Viele Tage müssen sie unterwegs sein. Deshalb kaufte Josef einen Esel. Der trug Maria mit ihrem dicken Bauch und dem ganzen Gepäck. Maria konnte vom Esel aus alles gut beobachten. Sie sah die Vogelnester in den Bäumen. Sie zeigte Josef die Wildkatze im Gebüsch. Die Eidechse, die sich auf einem warmen Stein sonnte. Und die Maus, die neugierig ihre Nase herausstreckt. Huch, was ist denn da? Eine Schlange, die sich hinter dem großen Stein versteckt hat, kriecht langsam hervor. Lass uns schnell weitergehen, Josef. Hoffentlich sind wir bald in Bethlehem. Ich glaube, das Kind will bald auf die Welt kommen. 3 Tage später waren sie endlich in Bethlehem. Maria, das ist die Stadt meines Vaters. Hier müssen wir uns zählen lassen und unsere Namen müssen aufgeschrieben werden. Josef, wir müssen eilig eine Herberge finden. Das Kind will bald auf die Welt kommen. Das war gar nicht so einfach, eine Herberge zu finden. Alle Kinder dürfen jetzt mal mitklopfen, entweder auf den Tisch oder auch an eine Tür. Die erste Herbergstür öffnete ein Wirt und sagte: Wir haben keinen einzigen Platz mehr für euch. Ihr müsst weitersuchen. Bei der zweiten Herberge war auch nichts mehr frei. Da schauten schon die Tiere zur Tür heraus. Hört ihr den Esel rufen? I-a, i-a, i-a. Wir klopfen nochmal an der dritten Tür. Auch der dritte Wirt rief: Leider kein Platz mehr. Der Kaiser lässt alle Leute in seinem Reich zählen. Wisst ihr das nicht? In Bethlehem ist alles voll. Der Abend kam und es wurde schon langsam dunkel. Maria kam nur noch schlecht vorwärts. Da klopfte Josef noch bei einem Steinhaus an. Wir klopfen nochmal mit. Die Tür ging auf. Diese Wirtsleute hatten nur noch ihren Stall neben dem Haus frei. Der Wirt sagte: Kommt mit, ich zeige euch den Stall. Hier könnt ihr schlafen. Josef und Maria waren sehr zufrieden mit dem tollen Stall.
Mit einer Laterne erkannten sie einen Ochsen und einen Esel im Stall und eine Futtergrippe. Lasst uns alle mal I-A, I-A, I-A rufen und Mu, Mu, Mu. Josef, hier auf dem Stroh können wir schlafen. Sie legten sich zur Ruhe und schon bald in der Nacht kam ihr Kind zur Welt. Maria hatte einen Sohn geboren. Sie nannte ihn Jesus. Sie wickelte das Kind in Windeln und legte es in die Futtergrippe. Und schon kamen Ochs und Esel ganz nahe heran, gerade so, als ob sie das neugeborene Kind wärmen wollten. Wir rufen nochmal I-A, I-A, I-A und Mu, Mu, Mu. Nicht weit von Bethlehem trieben die Hirten ihre Schafe zusammen. Alle sind wir mal Schafe und rufen Mäh, Mäh, Mäh. Der älteste Hirte zündete gerade ein Feuer aus dürren Zweigen an. Damit kochte er den Brei für alle Hirten. Das Feuer sollte auch die wilden Tiere wie Wölfe abschrecken. Es war eine stockdunkle Nacht. Nur ein paar Sterne leuchteten am Himmel. Doch auf einmal fiel ein sehr, sehr helles Licht vom Himmel herab. Die Hirten hatten große Angst. Was ist das? Was soll mit uns geschehen? Da rief eine ruhige Stimme. Fürchtet euch nicht. Ich verkünde euch eine große Freude. Für euch ist heute Jesus, euer Herr, geboren. Sucht ihn in Bethlehem, in einem Stall. Dort liegt er in Windeln gewickelt, in einer Futtergrippe. Da erkannten die Hirten in dem blendenden Licht einen Engel. In diesem Augenblick kamen noch unzählige Engel vom Himmel herabgeflogen. Diese Engel jubelten: Halleluja! Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden für alle Menschen. Danach wurde alles wieder finster. Die Hirten blieben noch ganz still. Doch dann sprach einer: Kommt, lasst uns nach Bethlehem gehen und sehen, was da geschehen ist. Sie machten sich auf den Weg. Drei vornehme, reiche Männer waren auch unterwegs. Sie hatten ihre Kamele dabei. Sie hießen Kaspar, Melchior und Balthasar. Sie folgten einem großen, leuchtenden Stern. Dieser Stern musste etwas Besonderes bedeuten. Der helle Stern leuchtete und zeigte ihnen den Weg. Der Stern führte sie direkt zu dem Stall nach Bethlehem. Dorthin, wo Maria ihren Sohn zur Welt brachte. Ein Weiser sagte: Sind wir hier wirklich am Ziel? Vorsichtig öffnen sie die Stalltür. Und tatsächlich, in einer Krippe lag ein neugeborenes Kind. Seine beiden Eltern, Maria
und Josef standen daneben. Viele Hirten knieten um die Krippe. Die drei reichen Männer holten ihre Geschenke: Gold, Weihrauch und Myrrhe. Als sie vor das Kind traten, spürten sie auf einmal, dass es ihnen ganz warm ums Herz wurde und dass von dem Kind ein Leuchten ausging. Sie fielen auf die Knie und beteten das Kind an. Das Kind lächelte sie an und Maria dachte sich: Was mag das alles nur bedeuten? Der Stern über Bethlehem hat den Leuten gezeigt, wo das Jesuskind geboren ist. Darum basteln wir heute einen Stern. Du brauchst dafür 2 quadratische Papiere. Das kann die gleiche Farbe sein, du kannst auch unterschiedliche Farben verwenden. Du brauchst eine Schere und einen Kleber. Also, aber nicht los. Wie fangen wir an? Ihr knickt einmal ganz genau Ecke auf Ecke, so ein Viereck. Ja, gut. Und ganz fest zustecken. Dann macht ihr es wieder auf und habt hier einen Strich. Dann macht ihr das gleiche so rum nochmal. Auch wieder zu einem Buch falten und wieder öffnen. Dann macht ihr ein Dreieck. Genau, du nimmst eine Ecke und faltest sie auf die gegenüberliegende Ecke. Und streichst unten wieder fest. Wieder öffnen und das gleiche mit der anderen Seite. Mit der anderen Seite, genau so ist es. Wieder zu einem Dreieck falten. Und dann wieder aufhalten. Jetzt siehst du lauter Knicke, wie ein Stern. Ein Kreuz und schräg auch noch. Jetzt brauchst du ein Geschirr. Dann schneidet ihr auf der gleichen Linie hier, aber nicht bis ganz oben rein. Also nicht bis zur Mitte, sondern nur bis zur Hälfte. Dann macht ihr hier das Gleiche. Gegenüber auch das Gleiche von dem. Und dann noch gegenüber von dem anderen. Dann habt ihr so ein Teil. Dann faltet ihr hier die Strahlen rein. Da, wo du geschnitten hast, das klappst du zur Mitte rein, zu dieser Mittellinie. Da, das machst du bei den anderen Seiten auch. Dann sieht euer Teil so aus. Dann braucht ihr noch ein gelbes Papier.
Und jetzt braucht er den Kleber. Mit den anderen Papier macht ihr das Gleiche. Also, hier in der Mitte einen Punkt machen. So. Und da klebt ihr den jetzt so drauf. Jetzt zusammendrücken. Und? Dann habt ihr so einen Stern. Fertig ist euer Stern. Viel Spaß beim Basteln. Der Stern zeigt dir den Weg zur Krippe. Was man dort sah, kannst du mit deinen Fingern nachspielen. Mach einfach mit. Das ist Maria. Und da liegt ihr Kind. Hier steht Josef. Der schützt es vom Wind. Dazu noch drei Tiere. Sie stehen davor und singen dem Kindlein ein Schlaflied vor. Und das ist der Engel. Er bringt das Licht. Er ruft dir zu: Fürchte dich nicht. Liebe Kinder, liebe Eltern, liebe Großeltern, wie wir gerade in der Geschichte gehört haben, hatten es Maria und Josef damals wirklich nicht leicht. Erst eine lange, beschwerliche Reise, dann keine Unterkunft, nur ein ärmlicher Stall draußen vor der Stadt. Da kann man schon mal ins Zweifeln kommen und sich fragen, was hat sich Gott denn da eigentlich dabei gedacht? Nun, Gott hat sich etwas dabei gedacht, in Jesus Christus zu uns auf die Welt zu kommen. Und er hat sich etwas dabei gedacht, ausgerechnet im Stall als Kind von armen Leuten auf die Welt zu kommen. Auch dass die Hirten diese armen und verachteten Gestalten als erste von der Geburt Jesu erfuhren und dass sie vor allen anderen eingeladen wurden, zur Krippe zu kommen, auch dabei hat sich Gott durchaus etwas gedacht. Denn dadurch wollte Gott zeigen, wie groß seine Liebe zu uns Menschen ist. Er wollte zeigen, dass sie nicht von Äußerlichkeiten abhängig ist und dass er uns seine Liebe sozusagen hautnah erleben lassen will. Er wird Mensch, ein Mensch wie du und ich, ein Mensch mit Freude und Schmerz, ein Mensch, den man sehen und hören kann. Und gleichzeitig ein Mensch, von dem die Gegenwart Gottes ausstrahlt. Ein Mensch, der uns anrührt in unseren Herzen und tief drin in unseren Seelen. Und er wollte zeigen, dass seine Liebe allen Menschen gilt, ohne Ansehen der Person, ohne Vorbedingungen, eben auch den Armen und denen, die am Rande der Gesellschaft stehen. Nicht auf Reichtum oder Ansehen oder gar Macht kommt es an, wenn Gott zu uns kommt, sondern einzig und allein auf die Bereitschaft, sich von seiner Liebe anstecken zu lassen. So war es bei den Hirten damals auf dem Feld in jener Nacht in Bethlehem und so ist es bis heute auch bei uns. In gewisser Weise sind ja auch wir, wie die Hirten damals, gelten wir als arme Menschen und stehen quasi mit leeren Händen vor dem Kind in der Krippe. Denn wir sind in dem Sinne arm, dass wir uns das, was das Leben wertvoll und lohnend macht, nicht selber geben können. Wir sind vielmehr immer darauf angewiesen, dass wir es geschenkt bekommen. Angesichts des Christuskindes erkennen wir, dass es Bereiche in unserem Leben gibt und vielleicht ist uns das in diesem Corona-Jahr ja auch ganz besonders bewusst geworden, die sich unserer Machbarkeit entziehen.
umso mehr dürfen und sollen wir das Geschenk Gottes, das Gott uns in jener Nacht gemacht hat, annehmen und daraus Kraft und Hoffnung für unser Leben gewinnen. Denn so hat sich Gott das gedacht. Amen. Wir singen jetzt das Weihnachtslied Zumba Zumba. Wer von euch Instrumente zu Hause hat, der kann sie jetzt gerne holen und unser Lied damit begleiten. Unser nächster Mitmachgottesdienst findet am 21. März um 11 Uhr statt. Bevor wir gemeinsam das Vaterunser sprechen, lesen wir noch ein Bittgebet. Guter Gott, wir danken dir, dass wir in Frieden und ohne größere Not mit unseren Familien Weihnachten feiern können. Wir danken dir, dass du uns durch das Kind in der Krippe zeigst, wie lieb du uns Menschen hast. Wir bitten dich für alle Menschen, die heute an Heiligabend einsam oder traurig sind. Lass sie spüren, dass sie trotz allem nicht allein sind, weil du ihnen nahe bist. Wir bitten dich für alle Menschen, die hungern müssen, die verfolgt werden oder unter Krieg und Gewalt leiden. Steh du ihnen bei in ihrer Not und hilf uns, dass wir uns dafür einsetzen, dass ihr Leid bald ein Ende hat. Wir bitten dich, sei du bei uns an diesem Weihnachtsfest und an allen Tagen unseres Lebens mit deinem Segen. Amen. Gemeinsam beten wir: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein
dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir empfangen Gottes guten Segen. Gott, du bist oben und unten und um mich herum. Gieß über mir deinen Segen aus, du sollst in mir wohnen, ich bin dein Haus. Amen. Bevor wir den Gottesdienst mit der Dankrakete beenden, singen wir noch gemeinsam O du Fröhliche. Ein gesundes neues Jahr.